der ganze Vortrag war ein bisschen provokant, absichtlich, weil ich gehofft habe, wir können noch eine Diskussion anschließend machen. Dazu ist es leider nicht gekommen, aber ja, ich hoffe schon, dass ich bei einigen so ein bisschen so ein Nachdenken auslösen konnte. Die Kernthese war eigentlich, dass die Universal Search auf einem absteigenden Ast ist und nach, ja, an Bedeutung verliert. Konntest du das beobachten? Konntest du das irgendwie nachweisen? Woran siehst du das? Ja. Also das ist, das basiert auf Beobachtungen. Die Tool-Anbieter haben bisher leider noch nichts in der Art bestätigen können, beziehungsweise bestätigt. Meine Beobachtungen gehen einfach dahin, dass, also ich würde es sogar an einem Datum festmachen, nämlich den 29. Juni. Am 29. Juni ist das neue 2011, genau. Da ist das neue Google-Design veröffentlicht worden, das Redesign. Und einen Tag vorher ist das Google-Plus-Projekt gestartet. Ich hatte mich damals schon gefragt, warum machen die das sozusagen gleichzeitig, weil das sind ganz verschiedene Sachen irgendwie, aber jetzt im Nachhinein irgendwie ist das doch ein Paar Schuhe für mich. Nach meiner These ist die, werden die Universal Search Integration immer weniger, weil man letztlich, also ich würde da sagen, das Leitbild von Google ist nicht mehr Universal Search, sondern...